Jo Leute, wie ihr schon oben im Titel gesehen habt, Google in 3D und natürlich ohne 3D-Brille. Und zwar können wir nur Bilder raussuchen. Ich schreibe mir jetzt mal zum Beispiel Koala. Und wir können nicht Enter eingeben, sondern wir müssen extra das Suchen-Button rausfinden und raussuchen und anklicken. So. Und ihr seht, hier seht ihr jetzt verschiedene Koalas, mehrere Koalas, und ja, wir können es auch natürlich speichern. Rechtsklick, Grafik speichern unter Desktop speichern. So, und schon seht ihr das. Ja, allerdings gibt es nicht viele Bilder von diesen Koalas. Oder wenn wir auch ein anderes, auch wenn wir jetzt zum Beispiel Hund eingeben. Und ja, ihr seht, okay, hier ist es schon etwas mehr, aber auch nicht so viel. Trotzdem enttäuscht das mich nicht. Großes Lob an Mr. Doob und jo, das war's soweit nicht. Bis zum nächsten Tutorial, Infovideo oder Game-Analyse.